Viren sind eine Bedrohung für alle Organismen, selbst für Bakterien. Sie docken an die Zellen an und schleusen ihre DNA ein. Diese wird in das Bakterienerbgut eingebaut und steuert so die Produktion neuer Viren. Doch die Bakterien sind nicht schutzlos. Sie prägen sich den Erreger ein und können deshalb eine Immunität gegen dieses bestimmte Virus entwickeln, indem Enzyme ein Stück aus der Viren-DNA herausschneiden und es an einer ganz bestimmten Stelle im Bakterienerbgut einbauen, CRISPR-Abschnitt genannt. Die Zelle übersetzt diesen dann in ein RNA-Molekül, die CRISPR-RNA. Sie enthält nun Informationen aus dem Erbgut des Virus und des Bakteriums. Jetzt kommt ein zweites Molekül ins Spiel, die Tracer-RNA. Gemeinsam binden sie an das Enzym Cas9. Dieses Enzym schützt nun gegen genau dieses Virus. Denn seine CRISPR-RNA kann an die entsprechende Virus-DNA binden. Das Cas9-Protein zerschneidet daraufhin den DNA-Strang und macht ihn so unschädlich. Der Angriff des Virus ist dadurch abgewehrt. Die CRISPR-RNA bestimmt also, wo Cas9 die Viren-DNA schneidet. Doch das funktioniert nur, wenn auch die Tracer-RNA gebunden ist. Zwei Entdeckungen machen das CRISPR-Cas9-System nun zu einem revolutionären Werkzeug für die Gentechnik. Die Tracer- und CRISPR-RNA lassen sich zu einem einzigen Molekül fusionieren. Dadurch können Wissenschaftler sie leichter herstellen. Und mit einem modifizierten Cas9-Protein funktioniert das System auch in höheren Organismen, die Zellen mit Zellkern besitzen. Forscher können die Sequenz der fusionierten RNA-Moleküle problemlos variieren. Dadurch bestimmen sie, wo das Cas9-Protein einen DNA-Strang zerschneidet. So können sie beliebige Gene ganz gezielt ausschalten. Die Zelle versucht zwar, die losen Enden wieder zusammenzufügen, doch das gelingt ihr nicht fehlerfrei, weshalb das Gen nicht mehr abgelesen werden kann. Es können auch komplette Gene ausgetauscht werden. Diese Methode ist wesentlich preiswerter und effizienter als alle bisher bekannten Techniken, denn es muss nur ein RNA-Molekül verändert werden. Mit CRISPR-Cas9 lässt sich das Erbgut jeder beliebigen Zelle verändern. Eines Tages könnte dieses präzise Werkzeug vielleicht sogar helfen, Erbkrankheiten beim Menschen zu heilen.